Polizeioberkommissar Toni Gonzales und Polizeikommissar Stefan Novell werden während ihrer Streife auf ein ungewöhnliches Szenario aufmerksam. Eine Frau wird mit Böllern und Farbballons angegriffen. Gehen Sie zur Seite, gehen Sie da weg! Gehen Sie weg von den Böllern! Weg von den Böllern! Nimmst du sie weg? Weg hier. Warum standen Sie da mittendrin? Also ich habe das jetzt die Situation nicht ganz verstanden. Was haben Sie da gemacht? Von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich wollte reingehen. Ich wohne hier. Sie wohnen hier? Ich wohne hier. Da gehen wir mal direkt wissen. Ich weiß überhaupt nicht, was also nicht, ich sag's Ihnen mal, nicht, dass hier drin noch irgendwas auf Sie wartet. Würden wir vielleicht mal gern sind Sie alleine hier? In die Wohnung Nein. gehen. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Ja. Isabel, bist du... Wer sind Sie? Ich bin attackiert worden. Quasi Schwiegermutter. Ich wohne jetzt noch mal, pass mal auf, bevor wir hier weiter ausführen. Sie haben eben gesagt, Ihr Freund müsste noch in dem Haus sein, oder was? Ja, okay, mein Freund müsste da sein. Der kommt immer vor. Ja, dann gehen wir da mal direkt vor. Hier vorne rein? Alles gut. Ist die Tür offen? Nein, ich habe einen Schlüssel. Ja. Auch in der Wohnung der Frau gehen die rätselhaften Angriffe weiter. Was ist denn das hier? Hier sind Fallen aufgebaut. Hallo, die Polizei? Da sind noch mehr Sachen. Hier liegen Spielsachen. Das ist ja mal heftig hier. Ist das hier Streich oder was? Also das ist ja schon fast kein Streich mehr hier. Also pass mal auf, ja. Dass du dich ausrutschst. Hier liegt überall. Ja, ich sehe es. Guck mal, die Folie, siehst du die? Ja. Wie wahnsinnig muss man sein, so eine Fallenreihe aufzubauen. Und da war ja alles Mögliche, von Mäusefallen bis Murmeln auf dem Boden, runterfallende Eimer. Ich sag mal, auf der einen Seite war es fast schon amüsant, aber auf der anderen Seite trotzdem sehr gefährlich, wenn man ohne damit zu rechnen in die Wohnung reingegangen wäre. So, wer wohnt jetzt hier? Ich wohne hier mit meinem Freund. Und ja. Sie? Meine Schwiegermutter in Spee. Ich wohne in der eigenen Wohnung. Die Beamten ermitteln, dass es sich bei dem Spielzeug um die Sachen des Sohnes der Geschädigten handelt. Der 8-Jährige stammt aus einer vorherigen Beziehung der Frau. Für die Polizisten ist das Szenario aber zu komplex für einen jungen Streich. Haben Sie denn irgendwie da irgendjemanden, der auf Sie sauer ist oder der irgendwie Ihnen Streich spielen will? Oder? Mhm. Aber wissen Sie, was mich nur ein bisschen verwundert? Mein Freund müsste eigentlich schon längst zu Hause sein. Was wundert mich, dass der jetzt nicht hier okay, ist? Okay, wenn er noch nicht hier ist, ich möchte jetzt nicht ausschließen. Rufen Sie den mal bitte an, versuchen Sie den mal zu erreichen, ob der mal hier vor Ort kommen kann. Kann man mal rausgehen? Ja, genau. Während die Beamten die Feuerwerkskörper inspizieren, kommt der Sohn von einem Freund in der Nachbarschaft nach Hause. Da die Polizisten in alle Richtungen ermitteln müssen, befragen sie auch den Jungen. Und du bist der? Marvin. Der Marvin. Okay, du Marvin, hast du vielleicht hier vorne irgendwie Böller gezündet oder so? Nee? Hast du mit Böller mal so ein bisschen an Silvester zu tun gehabt? Mhm. Ja? Okay. Aber er wird sowas niemals machen, wirklich nicht. Ja. Das ist nicht seine Art. Soll ich dir das mal zeigen? Komm mit. Das sieht doch sehr nach Kinderstreich. Aber er würde sowas nicht machen. Wie ist denn so dein Verhältnis so zum Pistus und so? Erst fand ich ihn ein bisschen blöd, aber jetzt ist er eigentlich ganz cool. Ja. Okay, hast du denn eine Idee, wer das gewesen sein kann? Oder? Mhm. Natürlich spielen Kinder gerne mal Streiche, ne, das kenne ich von meinen Kindern. Die lassen sich auch immer irgendwas einfallen, aber ich sag mal, das, was hier vorlag, das war schon ein bisschen ja, niveauvoller, wenn ich das mal so sagen darf, und schwer vorstellbar, dass da kleine Kinder dahinter stecken. Wer hat denn alles einen Schlüssel für diese Wohnung? Also, Bertha, meine Schwiegermutter, mein Schwager kommt da schon. Schatz, was ist passiert? Was Hallo? Ist Mama, was ist geht's passiert? Gut? Wer sind Sie jetzt? Ich bin der, das ist mein Freund. Mein Sohn. Ah, okay. Mein Sohn ist es. Auch eine besorgte Nachbarin stößt dazu. Die Beamten bitten die Geschädigte, sich die Utensilien genau anzusehen. Und tatsächlich fällt der mit Böllern attackierten Frau etwas Wesentliches auf. Wo ich mal hier so hingucke, ne? Die Farben, die kommen mir total bekannt vor. Solche Farben haben wir doch bei uns in der Wohnung. Wir haben doch letztens erst noch gestrichen. Die Polizisten ermitteln, dass die Farbe in den Ballons aus der Garage der Geschädigten und ihres Freundes entwendet wurde. Und zwar ohne Einbruchsspuren. Das grenzt den Täterkreis stark ein. Aber kommen wir immer noch nicht viel weiter. Ich meine, das muss ja eh jemand gewesen sein, der einen Schlüssel hat. Es muss ja genau. Jemand sein, der weiß, dass hier die Farbe drin ist. Ja, also richtig. Irgendwie. Ich sag, die einzigen Personen, die den Schlüssel haben, die stehen gerade hier. Ich sag dir mal was, ne? Ja. Ich hab eben so ein bisschen in die Runde geschaut, ne? Jetzt guckst du mal hier auf die Dame mit den Hausschuhen. Die hat da doch Farbe. Ja, die hat doch eine Farbanhaftung an Schuhen.
Guck gut, jetzt gucke ich mir den mal richtig an. Heben Sie mal das Bein hoch. Ja, hier ist auf jeden Fall Farbe von. Hier ist blaue, ja, hier ist blaue Farbe, ja. Hier ist doch überall Farbe. Ja, aber die Farbe liegt auf dem Boden. Wie kommt die Farbe denn dann auf den Schuh? Also Farbe habe ich wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile unter der Sohle. Ja, ich bin ein aber bisschen umgeknickt. Hier umgeknickt eben, ja, kann sein. Kann Sie sind sein, aber in unserem Beisein jetzt nicht umgeknickt. Das hätte ich, glaube ich, mitgekriegt. Wie ich so schnell, als Sie da drin waren, glaube ich. Jetzt möchte ich mal ein bisschen... Nee, bin ich doch. Ich war die ganze Zeit dabei, du bist nicht umgeknickt. Ernsthaft, ja. jetzt nicht mehr blöde Ausreden. Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit schon irgendwie belogen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr zu. Also wir können hier die kriminaltechnische Untersuchung bei den Schuhen machen. Und ich wette mit Ihnen. Und dann kontrollieren die Farbe mit der Farbe hier, die auf dem Bürgersteig ist, und dann haben wir 100% dasselbe Ergebnis wie bei Ihnen auf den Schuhen. Justus, ich wollte doch nur, dass es war so nett mit uns, du bist nach der Arbeit zu mir gekommen, jetzt nur noch Isabel und Marvin und das Kind. Mir wäre es viel lieber, wenn es wieder so wäre wie früher. Du Mama, früher dahin. Ist aber nicht mehr. Ich bin ein erwachsener Mann von 37 Jahren. Willst du mich verarschen jetzt hier? Ich habe so viel für dich getan, ich bin allein. Ja, aber das ist doch normal für eine Mutter, das kannst du jetzt doch nicht herausfordern. Ich hätte deine eigene Enkelkinder, jetzt kommst du mit so einem... Geben Sie die Tat jetzt dementsprechend zu, oder möchten Sie diese Tat immer noch von sich schreiben? Ich wollte nicht, dass es so schlimm ist. Was wollten Sie denn bezwecken? Ich verstehe den Sinn immer noch nicht. Ich wollte, dass Marvin als... Ja, aber Mama, wollte, brennt dir der Zaun oder was? Ja, Sinn hat sie... Was hätte denn passiert schon mit dem Kleinen jetzt? Sie wollte, dass der Marvin untergejubelt. Der Kleine wäre da reingerannt. Sie wollte, dass dem Kind unterjubelt. Die Skrupellosigkeit der Schwiegermutter macht das Paar fassungslos. Die Beamten müssen die Situation deeskalieren. Also, um mal zusammenzufassen, sie wollte das dem kleinen Kind unterjubeln, ja, damit er hier irgendwie stinkig auf den Jungen ist und dann sich trennen. Ey, das ist unfassbar. Ja. Also, das ist wirklich ein Unding. Also ich würde mich schämen an ihrer Stelle. An Straftatbeständen haben wir hier eine versuchte gefährliche Körperverletzung. Also der Hausdame hätte ja einiges passieren können. Die stand mitten in den Böllern. Hausfriedensbruch kommt hier zum Tragen und eine Sachbeschädigung. Ja gut, wie sie mit ihrer Mutter jetzt Tür an Tür klarkommen, das können wir ihnen auch nicht sagen. Ne? Wir müssen jetzt von Amts wegen natürlich eine Anzeige schreiben. Ne? Was daraus wird, das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Aber hoffentlich, zum Glück hat sich keiner verletzt. Das Paar bricht den Kontakt zu der Schwiegermutter ab. Der Vorfall hat die Geschädigte, ihren Freund und den 8-Jährigen jedoch zusammengeschweißt. Die Täterin wird eine hohe Geldbuße zahlen und aus der Einliegerwohnung ausziehen müssen.